Ja, guten Tag, war ein Schlagabtausch. Irgendwie ist auch ein bisschen ein Abbild von unserer Saison bisher. Ja, mit ganz viel Qualität, auch ganz viel Leidenschaft. Aber manchmal halt mit einem gewissen Maß an defensiver Fahrlässigkeit, wenn du nach 16 Minuten 2-0 hier zurückliegst, ja, wo du auch weißt, da sind auch schon andere Teams gestrauchelt, dann machst du dir schon gespannt Gedanken, wie man der Mannschaft vielleicht auch helfen kann. Aber sie haben es dann von selber richtig gut hinkriegt. Ja, sie haben, finde ich, über die ganze 90 Minuten, vor allem in der ersten 45, aber grundsätzlich richtig gut Fußball gespielt auch. Wir haben dann die defensive Schwachpunkte ein bisschen besser unter Kontrolle gekriegt und haben uns dann auch belohnt im Gegensatz zu Osnabrück, wo wir allerdings auch nicht auf dem Level dann gespielt haben und auch torgefährlich waren. Wir hatten einige Spieler heute, die sich auch belohnt haben, ja, von der bisher vielleicht etwas schwierigere Saison. Denno Sabeni hat drei Kisten vorbereitet. Der Lukas hat endlich getroffen. Brane hat wieder getroffen. Sibi, Amino Sieb hat auch wieder getroffen. Das hilft natürlich unglaublich. Und dann haben sie auch Fachfremde auf der Sechserposition richtig gut gemacht. Wir waren zu Weihnachten auf dem zweiten Platz in der Defensivtabelle, das wollen wir nicht mehr schaffen. Ja, aber zumindest tut es unsere Fans und die neutralen Zuschauer, glaube ich, auch gut, dass wir so viele Kisten gemacht haben. Und damit fahren wir jetzt auch entspannt nach Hause. Dankeschön. Ja, wenn man vom Abbild der Saison reden kann, dann gilt das für uns mindestens genauso. Wir haben gut angefangen, wir haben Höhen und Tiefen gehabt, wir haben zwar nur geführt, haben die Chancen eiskalt ausgenutzt, haben aber auch postwendend dann innerhalb von einer Viertelstunde von 20 Minuten Chancen zugelassen, Tore zugelassen. Das Spiel ist ganz schnell gekippt, immer wieder die Zwischenräume haben wir nicht schließen können, die startenden Stürmer haben wir nicht in den Griff gekriegt. Das war schon mal ein Abbild, dann geht es in die Halbzeit mit 3-2, dann haben wir auch kurz vorher schon umgestellt, wieder auf Fünferkette, dann war es ein bisschen stabiler und haben uns dann reingekämpft, haben uns in die zweite Halbzeit gekämpft, glaube ich, ausgeglichen und machst das 3-3 und ja, aber auch bezeichnet dann, wie das vierte Tor fällt, aus einem Ballverlust, du musst das Spiel unterbrechen, diskutierst, Hand, nein, Hand, ja, Ball kommt auf die andere Seite, bis du zuordnest, bis du zupackst, bis du das Spiel ordnest, ist die Situation schon vor unserem Tor, das dauert viel zu lang, das Spiel hätten wir unterbrechen müssen, da sind wir einfach zu grün, die Tore fallen dann einfach leicht und da sind immer wieder Momente, die sich so ein bisschen wiederholen und mal ist der eine, mal ist der andere. Auch das fünfte dann gut, das ist natürlich nochmal eine totale Kontersituation gewesen, wo wir dann aber auch den Gegner nicht stellen können. Und das ist dann leider zu grün, zu naiv, dass man so ein Spiel nicht 3-3 vielleicht über die Bühne bringt, da keinen Fehler macht, den Gegner nicht zu Chancen kommen lässt, weil das war nicht zwingend notwendig. Wir standen geschlossen hinterm Ball und das sind dann so Dinge, die einfach unheimlich wehtun. Wir geben das Spiel dann da aus der Hand. Und wie gesagt, mal ist der eine, mal ist der andere, beschweren sich gerade, lassen den Gegner laufen. Vor 4 Wochen war es ein anderer, vor 3 Wochen war es der und vor 2 Wochen der. Das ist so ein bisschen gerade bezeichnend für uns. Trotzdem, die ganze Einstellung war okay. Ja, wir haben uns dagegen gewehrt, wir haben gekämpft bis zum Schluss. Für mich musst du dann, oder eine clevere Mannschaft holt ein 3-3 raus und fährt mit einem Punkt. Wir fahren nirgendwo hin, aber wir bleiben hier. Hätten mit dem Punkt gut leben können am Ende, weil der wäre wichtig gewesen, auch allein kurzfristig, aber auch mittelfristig. Und jetzt sind es 3 Spiele und es kommen jetzt auch nochmal Gegner von oben, auch von unten. Das Positive ist, wir leben. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt. Das Negative ist, dass wir so Fehler schnellstmöglich abstellen müssen, weil sonst hast du da keine Chance, wenn du es nicht schaffst, dieses Spiel zu unterbrechen, mehr Kontrolle auch reinzubringen. Die haben wir phasenweise. Wenn du das nicht komplett in deiner Hand kriegst, wird es halt so ein wilder Ritt. Mehr habe ich heute nicht zu sagen, auch wenn es im Moment, wie gesagt, bitter wehtut, werden wir uns aufrappeln und diesen Kampf in den letzten Wochen weiter aufnehmen. Danke.